basierend auf einer wahren Geschichte. Leiblichen Vater an, von dem sie sich hatte scheiden lassen, als ich gerade einmal 3 Monate alt war. Sie fragte ihn, ob wir vorerst bei ihm wohnen konnten. Es war ein seltsames Gefühl, meinem Vater zum ersten Mal zu begegnen. Aber er war mein richtiger Vater und ich war sehr aufgeregt, da ich ihn endlich kennenlernen würde. Das Beste in der Stadt. Ich zeig's euch. Einige Wochen vergingen und ich fühlte mich richtig wohl. Mein Vater war sehr gut zu uns. Er nannte mich seinen großen Mann. Mom schien auch glücklich zu sein. Jeden Tag bekamen wir unser Essen von einer Frau serviert, die alle Mama nannten. Es wird heiß heute. Sie mochte mich wirklich sehr. Sie nannte mich Lion, ihren Löwen. Lion, dein Frühstück ist auch fertig. Komm her. Du bist ein guter Junge. Danke, Mama. Hey, großer Mann. Hast du schon mal geboxt? Nein, Sir. Mach nicht neugierig. Du weißt, dass ich keine Prügeleien mag. Ich spreche nicht von Prügeleien, ich spreche vom Boxen. Hat deine Mutter dir erzählt, dass ich im Mittelgewicht Boxchampion von Südwestafrika war? Nein, warst du denn gut? Was? Ob ich gut war? Nicht jetzt, bitte. Okay. Ich erzähl's dir später. Danke, Mama. Dankeschön. Das sehe ich gerne. Du hast dein Brot gegessen und deine Milch getrunken. Dadurch wirst du groß und stark. Sehr gut, Junge. Hör zu, du möchtest wohl gerne wieder zu mir ziehen. Aber erst die Scheidung von diesem. Muss das unbedingt jetzt sein? Ich hätte euch gerne wieder bei mir. Aber nur, wenn ihr aus deinem Leben verschwindet. Für immer. Bitte. Versprich's mir. Morgens wachte ich auf und meine Eltern waren beide verschwunden. Erst Jahre später erfuhr ich den Grund dafür.
Meine Mutter war zu meinem Stiefvater zurückgegangen, womit mein richtiger Vater nicht zurechtkam. Daher verließ er uns beide still und heimlich. Aber Mama war da. Sie nahm mich mit zu sich nach Hause und kümmerte sich um mich. Ich fühlte mich verlassen und einsam. Und der? Bist du wahnsinnig? Wie kannst du nur so etwas tun? Wieso bringst du diesen weißen Jungen hierher? Willst du etwa ins Gefängnis? Lion, das sind Tante Nomsa und Onkel Isaac, meine besten Freunde. Jetzt lenk nicht vom Thema ab. Der kleine Junge hat heute viel durchgemacht. Er ist von seinen Eltern verlassen worden. Was soll ich denn tun? Du kennst doch die Gesetze der Weißen. Mama, wenn die den Jungen hier finden, wenn die Polizei den Jungen hier findet, hast du eine Ahnung, was die mit uns anstellen? Die Polizei soll dich um ihn kümmern. Hast du verstanden? Denk doch einfach mal nach. Ich habe nachgedacht, aber noch mehr habe ich gebetet. Und du könntest gefälligst mit mir beten, Isaac. Du bist doch der Älteste in der Kirche. Was würde Jesus von einer wie mir erwarten, Isaac? Sag es! Tja, komm, Lion. Du siehst aus, als hättest du Hunger. Seltsamerweise wurde dies die beste Zeit meiner Kindheit. Mama hatte einen Sohn namens Oki. Wir waren ein Herz und eine Seele, wie richtige Brüder. Sehr gut. Und Mama schenkte mir ihre grenzenlose Liebe. Lies uns was vor. Sie war meine Lehrerin und meine Mutter. Sie erlaubte uns sogar so lange zu baden, bis das Wasser eiskalt war. Und hier! Und hier! So eine Schweinerei. Hey, ihr beiden, das Abendessen ist fertig und bitte erst alles aufwischen, bevor ihr kommt, verstanden? Herr, steh mir bei. Sie brachte uns Disziplin bei, aber auf eine liebevolle Art. Und jeden Abend nach dem Essen erzählte sie uns von Jesus. David zieht Sauls Rüstung von seinem Körper. Er geht zum Fluss runter und holt sich ein paar runde Steine aus dem Flussbett. Damit geht er zum Riesen und er sagt: Wer bist du, dass du meinen Gott verachtest? Er ist der König der Könige, der Gott der Götter. Und David schwingt seine Schleuder und lässt den Stein durch die Luft fliegen. Und er trifft zwischen die Augen. Der Riese fällt in den Staub der Wüste. So zeigt uns Gott, wie stark und unverletzlich wir sind. Lion, du bist der Sohn des Löwen von Judäa, Jesus. Du musst lernen, wie man brüllt. Denn eines Tages, mein Junge, wirst du in den Krieg ziehen. Du weißt, was ein Krieg ist, da hat man gegen Feinde zu kämpfen. Aber diese Feinde sind keine Soldaten, gegen die David in den Krieg gezogen war, sondern Riesen einer ganz anderen Art. Lern zu brüllen, Lion. Lern zu brüllen. Du machst deine Sache sehr gut mit den beiden Jungs, das muss ich sagen. Ja, sie sind ein Gottesgeschenk, ich bin ein Glückspilz. Aber du kannst sie nicht immer vor der Polizei verstecken, das weißt du, Mama. Isaac hat recht. Was sollen die Leute denken? Dieser weiße Junge mit einem Schwarzen. Wir kriegen sicher bald Probleme mit der Polizei. Am meisten Ärger kriegst du. Hey, Nomsa. Und du auch, Isaac. Ihr seid meine besten Freunde. Ich sage das, weil ich euch liebe. Aber manchmal hört ihr nicht auf Gottes Stimme, sondern nur auf eure. Was würde Gott uns denn dazu sagen? Gott zeigt sich durch die Menschen. Wir sind seine Hände und seine Füße auf der Erde. Ich weiß es ganz genau. Gott brachte mir diesen Jungen mit voller Absicht. Mm-hmm.
ihr beiden. Wartet mal. Wie heißt du, Junge? Leon. Wo wohnst du? Mit Mama und Oki. Du kommst mit uns. Wieso gehen wir rein? Widerrede, komm schon. Ich will nicht mit. Lass mich runter. Nein. Lass mich runter. Mach die Klappe auf, los. Nein, ich will nicht mit. Das war das letzte Mal, dass ich Mama und Oki sah. Ich wurde einfach von ihnen weggerissen. Und wieder einmal fühlte ich mich absolut verlassen. Sie schickten mich zu meiner Mutter und meinem Stiefvater. Jede Nacht weinte ich mich dort in den Schlaf und fragte Gott, warum darf ich nicht bei Mama und Oki leben? Ich betete immer und immer wieder, bis ich nicht mehr beten konnte. Mit meinem Alter änderte sich auch die Art der Misshandlung. Zuerst körperlich, dann verbal. Das machte mich hart und zynisch. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder zu weinen. Nachdem ich die Schule beendet hatte, packte ich meine Sachen und ging aufs College. Ich landete in der wunderschönen Stadt George und studierte Lehramt. Auf dem College lernte ich Henko kennen und wir wurden nach kürzester Zeit Freunde fürs Leben. Willkommen in George! George! Am Wochenende. In Big Bay. Du kommst doch auch, oder? Am Wochenende fange ich aber den neuen Job an. Ein Job? Am Wochenende? Ich habe keine Eltern, die mir die Studiengebühren bezahlen. Da muss ich schon selbst versorgen. Du gehst mal luchen, Mann? Das ist legendär, aber echt. Das gefällt mir. Die Legende. Die Legende. Ciao. Viel Spaß. Rock is the answer. Rock is my soul. Komm schon, Schwächling, schneller! Schneller! Ihr Studenten, wollt ihr mit euren feinen Fingern den Job machen? Ihr seid ja so schlau! Ihr steht hier nur im Weg, weißt du das eigentlich? Augenblickchen! Wenn wir noch schneller fahren, heben wir ab und machen eine Bruchlandung in George. Weitermachen, der alte Mann hat nur Mitleid mit dir. Du willst den Job, also hau fest da rein, Schwächling! Okay, wir haben's gepackt. Wo willst du denn jetzt hin? Aber ich... Und wer soll hier die Drecksarbeit erledigen? Die Maschine muss blinken, Junge. Gib mir den Schlauch. Da auf dem Boden, gib mir das Ding rüber. Und mach das Ventil auf. Der heiße Dampf macht dir das Putzen leichter. Mach das blöde Ventil auf, wir brauchen Dampfschwäche. Dreh wieder zu! Entschuldigung, wieder zu! Ich hab nur gemacht, raus, was er wollte. Na los, komm schon! Ja. Leon, geh und hol uns kaltes Wasser! Beeil dich! Oh Mann, bleib mal locker! Hau bloß ab mit dem Eimer! Geh weg von mir mit dem Eimer! Nein, das könnt ihr besser, Leute. Na los, runter mit euch, runter! Und noch einer! Los, los, los! Kommt schon! Auf geht's, Jungs! Mach schon, Henku, nichts schlaff machen. Wenn ihr am Samstag gewinnen wollt, dann müsst ihr noch einen Zahn zulegen. Mach schon! Blanche, was ist los? Komm mal her. Was hast du? Zeug. Lass es, Sir. Ist kein Grund aufzugeben. Kommt schon, noch einmal! Coach! Der ist da drauf, der kann das. Na los, Jungs! Bewegung, Bewegung! Mach schon! Zwei, okay, und drei, dann zurück zur vier, Grundlinie. Fünf. Noch einmal! Kommt schon, los! Alle an Bord! Gute Reise, Jungs. Na, lass dich drauf. So früh am Morgen bin ich immer schlecht drauf, Em. Daran gewöhnst du dich. Komm schon, steig ein. Wesley! Morgen. Ich möchte mich bedanken, Schwächling.
Wofür? Ich bin für 10 Wochen krankgeschrieben, mein Freund. Mit der Verbrennung darf ich zwar nicht arbeiten, aber sie hindert mich nicht daran, einen kleinen Beachurlaub in Durban zu unternehmen. Viel Spaß am Wochenende. Na dann, schöne Ferien. Und nimm ihn richtig ran, MP. Ach, ich denke, er wird das schon packen. Oh, das war ganz schön knapp. Komm, steig ein. Sachte, Leon. Mach mal eine Pause. Leon! Was treibt dich an? Wie meinst du das? Ich hab dich beobachtet. Du musst mal einen Gang runterschalten. Ich bin immer schon so gewesen. Nein, Leon. So bist du nicht auf die Welt gekommen. Du musst was durchgemacht haben, was du unbedingt kompensieren willst. Aber du kannst davor nicht weglaufen. Ich lauf nicht weg von ihm. Aber ich will anders werden, Onkel Ampi. Als wer? Als dein Vater? Mein Stiefvater. Keine Ahnung, was meine Mutter an ihm findet. Er verprügelt sie auch nur. Und ich hörte immer nur, ich sei ein Nichts. Wahrscheinlich sterbe ich auch als ein Nichts. So läuft das. So läuft es ganz und gar nicht. Jesus ist da ganz andere Ansicht. Ach, Onkel Ampi, bitte ich. Ich meine, ich will nicht respektlos sein, aber lass uns bitte das Thema wechseln. Das verstehe ich. Ist ja auch wirklich kein einfaches Thema. Aber Jesus versteht mehr von Leben als alle anderen. Ihn hat man auch schlecht behandelt. Du hast nicht die Liebe erfahren, die dir zusteht. Wie steht's mit Beten? Erzähl mir nichts von Beten, Onkel Ampi. Das habe ich versucht. So beten und beten und beten und beten. Was kam dabei raus? Stille. Absolut gar nichts. Ich hab's aufgegeben. Ja, wohl unbestritten die schönsten Beine überhaupt. Oh, vielen Dank. Und du bist? Ich bin Leon Tablanche. Sandra, ich habe schon einen festen Freund. Vielleicht bist du was für meine Schwester. Hey, Moment. Ich bin vielleicht auch dein Typ. Gib mir eine Chance. Komm schon, nur auf einen Drink. Gutes Spiel gestern. Danke, dass ihr gekommen seid. Klar doch. Ja, das ist wirklich super gelaufen. Wie am Schnürchen. Dein Angriff war stark. Danke. Sehr nett. Na dann, bis dann, oder? Wir sehen uns. Einen Moment. Leon Tablanche. Ich bin Elmery. Meine Schwester schwärmt von dir. Ich weiß Bescheid. Die behauptet, ich wäre dein Typ. Hättest du Bock auf einen Drink? Sorry, ich muss arbeiten. Und heute Abend vielleicht?
Ich habe ein Shooting, ich bin Model, aber wie war's mit Samstag? 8.30 Uhr, wir gehen zum Strand. Dann sehen wir uns morgen. Sie kommt gleich. Wir warten schon 20 Minuten, Leon. Mach hier keinen Aufstand, sie kommt schon. Wie sieht sie eigentlich aus? Wer? Margaret Thatcher. Emery, wer sonst? Ziemlich hübsch. Und? Wie hübsch? Hallo, Jungs. So hübsch. Wartet ihr schon lange? Jetzt macht den Mund zu, Legend. Hey, sieht spitze aus. Danke. Und, wie geht's? Gut, und dir? Soll ich die tragen, Herr? Geht schon, ist nur die Strandtasche. Bist du sicher? Ganz sicher. Hi, Hanku. Hi, Esther. Ist das dein Freund? Ja, das ist Hanku. Emery. Hi, Emery. Hi, ich bin Esther. Leon. Wunderbar, dann stürmen wir den Strand. Hey, hier bin ich. Weitermachen, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Gut, dass wir einen Sonnenschirm haben. Okay, aber wir müssen uns trotzdem eincremen. Gute Idee. Ist das heiß? Was meinst du? Das haut dich vom Hocker, was? Witzig. Oh Mann, Leon, wie bist du da rangekommen? Warum tragen sie die gleiche Badehose? Keine Ahnung. Weil sie beste Freunde sind. Das ist so süß. Gehen wir schwimmen? Okay. Also, Jungs, geht ihr mit schwimmen? Ja, klar, gute Idee. Hey, hey. Ja. Was? Der Körper eines professionellen, volltrainierten Athleten. Hab ich doch schon immer gesagt. Dreimal H. Heiß, heißer Henku. Wow. Das ist die Henku-Show, Ladies and Gentlemen. Bitte messen Sie sich nicht an meinem Traumkörper. Danke sehr. Hör mal, ich bin neugierig. Was hat deine Schwester über mich gesagt? Sie sagte, der wird dein zukünftiger Ehemann. Sagte sie? Und? Das wäre ein wunderbarer Tag. Das ist ein wunderbarer Tag. Der letzte Zeit, das Mittagessen! Wachskanone! Perfektes Timing. Nein, Leon, lass das sein, du bist so dreckig! Großer Weg. Hey, willst du mich nicht bekannt machen? Ich dachte, du wärst schon weg. Hallo, Elmarie. Ich bin Ampi. Hallo, Onkel Ampi. Sagen Sie mal, woher kennen Sie meinen Namen? Nicht nur deinen Namen. Ich kenne dich sehr gut. Elmarie hier, Elmarie dort und das den ganzen Tag. Ach komm, ist das echt so schlimm? Ich kenne Sie auch ganz gut. Leon hat mir viel von Ihnen erzählt. Wie ich sehe, kennt ihr zwei euch so gut, dass ihr nichts dagegen habt, wenn wir alleine sein wollen. Geht schon und lasst euch ruhig Zeit. Zurück. Kinn hoch. Schultern zurück, Emery. Kinn hoch. Genau, volle Drehung in der Mitte. Perfekt. Was sagst du dazu, Jean-Pierre? Ah, das war perfekt, meine Kätzchen. Genau das will ich am Samstag sehen. Ihr wisst, was ich auf dem Catwalk von euch verlange. Und hinter der Bühne die absolute Konzentration, bitte. Vielen Dank. Ich wollte ein Glas Wasser. Wo ist das? Bitte. Werden Sie dafür bezahlt, auf die Models zu glotzen? Wo bleibt mein Wasser? Tut mir leid, Sir, aber er arbeitet nicht für uns. Hier ist Ihr Vielen Wasser. Dank, Darling. Sehr charmant. Und jetzt mit etwas mehr Engagement. Schultern zurück, bitte. Hoch mit dem Kinn. Perfekt. Stifte auf den Tisch. Okay, die Zeit ist um. Diejenigen, die nicht genug gelernt haben, werde ich nächstes Jahr wieder hier begrüßen. Ein frohes Weihnachtsfest euch allen. Die Klausuren bitte auf meinen Schreibtisch legen. Ich war sowas von verliebt in Elmery.
Aber eine innere Stimme sagte mir andauernd, dass ich für sie niemals gut genug sein würde. Dass ich niemals in ihr Leben passen würde. Ich wurde zu einem Meister des Selbstmitleids. Das fühlt sich gut an. Aber Leon, hör zu. Hör mir bitte einmal zu. Komm schon, ich hab dich eingeladen. Das wird bestimmt wundervoll. Harold's Bay, ein paar Freunde, wir machen Party, hm? Ich käme ja gern, aber ich muss arbeiten. Du kannst doch nicht nur arbeiten, das hältst du nicht durch. Ja, aber ich brauche nur mal das Geld zum Studieren. Und Weihnachten? Was machst du zu Weihnachten? Ich bin auf dem Zug mit Onkel Empy. Oh, komm schon, Leon. Und Elmery, was macht sie in der Zeit? Sie ist in Port Elizabeth. Leon, geh mit Elmery über Weihnachten, komm schon. Ja, frohe Weihnachten, ja. Leute. Und viel Spaß. Hey, und mach's gut. Wir sehen uns, meine Trost. Ciao. Wieder. Ciao. Würde ich ja, aber Onkel Empy, der hat keine Familie. Und ich krieg doppeltes Gehalt zu Weihnachten. Und ich hab ja auch keine Familie. Du hast mich, du Legende. Okay, noch ein für unterwegs. Geht ein Mann zum Arzt und er sagt, Herr Doktor, ich habe einen stechenden Schmerz in meinem rechten Auge. Immer wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, sagt der Doktor, nein, alles in Ordnung. Sie müssen nur daran denken, vor dem Trinken den Löffel aus der Tasse zu nehmen. Frohe Weihnachten, Kumpel. Frohe Weihnachten, mein Freund. Dreimal H. Ja, yeah, wow, oh. Wow, hey, Baby. Hey, Lindy, pass mir auf den Jungen gut auf. Frohe Weihnachten. Ciao, du Legende. Wir sehen uns. Harold's Bay. Yeah, wir kommen. Ciao, du Legende. Mach's gut, Legende. Leon, du hast einen freien Tag. Wieso bist du hier? Einer muss doch die Maschine füttern, Empy. Du solltest bei Elmery sein. Ich weiß es nicht, Onkel Empy. Ich denke, wir brauchen beide mehr Freiheit. Ist sie wirklich die Richtige? Was? So eine wie Elmery kommt von einem anderen Stern. Bist du dir bewusst, dass du sowas so leicht nicht wiederfinden wirst? Das ist das Problem, ich meine. Sie ist perfekt. Sie kommt aus guter Familie und sie hat einen tollen Job. Aber ich kenne ja nicht mal meinen Vater richtig. Leon, mach deine Augen auf. Elmery ist wahnsinnig in dich verliebt. Sie schenkt dir all ihre Gefühle. Was zum Henker nochmal ist hier eigentlich dein Problem? Ich habe Angst. Keine Ahnung, bin ich ein guter Ehemann oder ein guter Vater? Elmery verdient den Besten. Und ich habe nicht viel zu bieten. Puh, Junge. Du hast noch sehr viel zu lernen. Aber am wichtigsten ist, gib ihr deine Liebe. Und du hast unglaublich viel Liebe tief in deinem Herzen. Das glaubst du selber nicht. Ich glaube, ich hab's vermasselt. Ach, das kannst du wieder flicken. Wenn wir zurückkommen nach George, das Erste, was du tust, du rufst sie wieder an. Sag, es tut dir leid. Sag ihr, dass du es wirklich ehrlich meinst und dass du vorbeikommst, und zwar sofort. Pronto! Verstanden? Ich weiß, du kommst aus besseren Verhältnissen. Und ich habe dir nicht viel zu bieten. Aber ich verspreche dir, ich liebe dich von ganzem Herzen. Deine Herkunft ist total unwichtig. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du
Ich will dich heiraten. Kurz darauf haben wir geheiratet. Und 10 Monate später kam unsere Tochter Brigitte zur Welt. Sie war unser Ein und Alles. Ich wollte unbedingt beweisen, dass ich ein guter Ehemann und Vater sein konnte. Aber je mehr ich mich bemühte, desto mehr schien ich zu versagen. Als wäre ich dazu bestimmt, mich selbst zu zerstören. Elmery und ich entfernten uns immer weiter voneinander. Das habe ich nicht behauptet, Elmery. Willst du damit sagen, dass ich dir nicht zuhöre? Es geht immer nur um deinen Stress, immer nur um deine Arbeit. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gemeint, dass dein Job... Mr. Jackson. Ich weiß wo, auf meinem Schreibtisch in dem blauen Ordner steht drauf VIP-Gästeliste. Perfekt, ich bin in 10 Minuten da. Danke, bis gleich. Ich gehe jetzt, Mr. Jackson braucht mich. Ja, natürlich. Dann werden wir die Kontoauszüge durchsehen, Leon, weil deine Barbesuche langsam Überhand nehmen. Ja. Schätzchen, ich muss weg. Daddy fährt dich nach Hause. Bye, Mom. Bis nachher. Bye. Und vielen Dank. Hey, Miss. Nettes Bild. Hey, Mrs. Nicht Miss. Hi, Brigitte. Wir sehen uns am Freitag. Bye, James. Wer ist das? Nur ein Freund. Und woher kennst du ihn? Vom Reiten. Dad! Weil ich mich nicht als guten Ehemann empfand, befiel mich wieder das alte Selbstmitleid. Jedes Problem wurde zum Desaster. Wir lebten auf dem Gelände der Carpe Diem-Schule für behinderte Kinder, an der ich arbeitete. Obwohl ich die Arbeit mit den Kindern wirklich liebte, ließen mich ihre traurigen Geschichten immer mehr an der Existenz eines liebenden Gottes zweifeln. Gut, Dionette, fertig? Ja! Ganz sicher? Ja. Beispielsweise Dionette. Ihre Eltern waren beide Alkoholiker. Sie war gerade einmal 3 Jahre alt, als bei ihr eine seltene Krankheit festgestellt wurde. Beide Beine mussten ihr amputiert werden. Ihre Eltern wandten sich von ihr ab und sie kam in ein Waisenhaus. Oder Mick. Er litt an Muskeldystrophie. Er wurde von Tag zu Tag schwächer und es schien keine Heilung für ihn zu geben. Henke und seine Frau lebten auch auf dem Schulgelände. Oh Mann, er war immer in Schwierigkeiten zu Hause. Irgendwann nannten wir seine Frau nur noch Frau Präsident. Ja, setz dich jetzt richtig so drauf. Dann streck deine Arme nach vorne. Ja. Das ist toll. Wir drehen jetzt deine Arme zur Seite. Versuch bitte ganz normal zu atmen. Hör zu, du Legende. Wollen wir heute Abend noch was machen? Ja, klar. Wann? So um 8.30 Uhr. Echt? Und was sagt Elmery? Ach, die organisiert mal wieder so ein blödes VIP-Dinner. Das ist fantastisch. Schön sitzen bleiben. Hoch damit. Hoch mit den Armen. Strecken. Hoch. Strecken. Und Frau Präsident? Keine Sorge um Frau Präsident. Die habe ich voll im Griff. Ich denke, sie geht zum Gitarrenunterricht. Und während Madame die Gitarre schrottet, bin ich ein freier Mann. Ist ja ganz was Neues. Frau Präsident liebt die Musik. Das ist doch besser, als jeden Abend zu Hause von der Kurze zu sein. Auf, George! Auf, George. Oh, auf, George. Was ist mit dir? Warum bist du schlecht drauf? Na gut, soweit. Mir scheint, wir sind fertig für heute. Dann schicke ich dir noch die Menüfolge. Morgen Nachmittag hast du sie. Bist du einverstanden? Das ist perfekt. Alles durchorganisiert. Großartig. Was ist los? Ach, heute hat mich Satchfield angerufen. Ja? Schlechte Nachrichten. Die haben mir kurzerhand abgesagt. Das tut mir leid, Mann. Weißt du was? Hör zu. Das ist Satchfields Problem. Ganz einfach. Vergiss den Job, Mann. Ist doch Schnuppe. Dein Gehalt ist doch nicht schlecht. Nicht schlecht? Elmery verdient mehr als ich. Sie ist eben eine Top-Managerin. Das ist peinlich. Es ist aber egal, was Elmery verdient. Das ist Elmerys Nummer. Ja, Frau Präsident verdient das Doppelte von mir. Das muss dir egal sein, Leon. Hm. Kriegen wir noch eine Runde? Nein, es reicht. Wir müssen gehen. Nein. Wir kriegen noch eine Runde. Verstanden? Was soll ich dazu sagen? Er hat das Geld. Ach, ich bin ganz irritiert. Wegen Leon. Er müsste längst daheim sein. Wo ist er denn? Esther, wo soll er schon sein? Unterwegs mit Henko. Das ist doch nichts Neues. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob er ewig so unreif bleibt. Ach, was weiß ich denn. Der hat sich verändert.
Ich habe eine andere Frau geheiratet. Aber weißt du was, Leon? So sind die Frauen. Männer. Mein Großvater hat mich aufgeklärt über Männer. Es sollte dir klar sein, Männer ändern sich nicht. Weißt du was? Ich hatte einen grauen, weisen Großvater. Der hat einmal gesagt, das Problem mit den Frauen ist, sie verändern sich andauernd. Ich möchte, dass er endlich erwachsen wird. Auf, George! Auf, George. Schon viel besser. Und auf Washington. Washington? Das? Ist für dich. Für das Dinner. Ein Anzug. Du wirst wunderbar aussehen. Kriege ich keine Luft rein. Hör zu, Leon. Das wird heute unheimlich wichtig für mich. Was willst du damit sagen? Ich will nicht, dass du was trinkst. Ja, okay, Anne-Marie. Hey, nicht einmal ein Warm-up-Drink. Ein kleines Schlückchen. Nein? Okay. Okay. Auch kein Willkommensekt. Ja, ja, ja. Versprochen? Ja. Setz dich dahin. Wir sehen uns nachher. Hey, sorry, Leota Blanche. Daniels. Ja, hast du auch einen Vornamen? Jack. Trinke ich den Doppelten? Uralter Witz. Hab ich schon 1000 Mal gehört. Sag mal, nimmst du auch einen Drink? Ja, gern, da bin ich sofort dabei. Ja, cool. Nelson. Guten Abend, Sir. Hey, wie geht's? Danke, gut. Und Ihnen, Sir? Hören Sie, geben Sie mir einen doppelten Scotch on the Rocks. Gern. Und für Sie, Sir? Machen Sie 2 draus. Machen Sie mir einen dreifach. Ja, mir auch. Ich bin dabei. Aha, okay. Und was? Ihre Drinks, Sir. Guter Mann. Ihnen, mein Freund. Mein bester Freund. Hör zu, Jack. Kannst du mir den Gefallen tun und unauffällig trinken? Meine Frau, verstehst du? Ja, klar, kein Problem. Wird gemacht, Sir. Also dann zum Wohl, Jack. Auf gute Zeiten. In welcher Branche bist du? Autos. Ach, wirklich? Interessant. So läuft das. Und wenn du nicht mitziehst, bist du raus. Das ist nicht so einfach heutzutage. Ist genug, ja. Ist genug. Tja, Nelson. Hey. Guter Mann. Guten Mann. Jetzt sage ich Ihnen was, Kumpel. Wenn Sie jetzt einen Deal mit mir machen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Mr. Daniels und ich gut versorgt sind. Die ganze Nacht. Das wird erledigt. Ich sehe die Herren verstehen zu trinken. Warte. Hier. Für Sie. Sie sind mein Mann. Wunderbar. Weißt du was? Vielen Dank, Nelson. Wir lieben Sie. Guter Kellner. Ich sage dir was. Manchmal muss man aber die Stränge schlagen. Ja. Hey, Leon. Schön, dich zu sehen. Was ist das? Oh nein, das ist nur ein Warm-up-Drink. Sonst nichts. Nur ein kleiner Drink, sonst nichts. Zur Beruhigung. Ihr wart ja leider beschäftigt. Das heißt nichts. Ein Drink zum Aufwärmen. Ja. Ein Drink. Übrigens, das ist Jack Daniels. Anne-Marie, das ist Esther. Hi. Jack Daniels. Das waren also 2 Drinks. Anne-Marie, ich suche nach den Teilnehmerlisten. Die liegen da hinten, ich hole sie Ihnen sofort. Mr. Jackson, wie geht's? Danke. Und Ihnen? Jack Daniels. Ich bin eher so der Johnny Walker-Typ. Leon, das ist echt wichtig. Ja. Okay? Ja. Ganz ehrlich, wir hatten nur einen einzigen Drink. Glaub's mir. Wirklich. Nur ein.
Werd bloß kein Softie. Hm? Behalt die Hosen an, verstanden? Hey, dieser Kellner. Gutes Timing, Mann. Das war... Wissen Sie was? Ja. Sie verdienen noch einen Nachschlag. Lieben Sie. Tja, ich kenne das Problem von zu Hause, Sir. Wir lieben Sie, Mann. Nelson. Wir trinken jetzt. Auf Nelson. Ja. Juhu. Wunderbar. Wir danken Ihnen beiden aus tiefstem Herzen. Der ehrenwerte Oberbürgermeister von George, Mr. Charles Standers, und seine zauberhafte Frau, Mrs. Standers. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen. Und jetzt darf ich Ihnen mit Stolz verkünden, dass die Umsätze im letzten Jahr gestiegen sind um 20%. Yay! Yay! Und, liebe Freunde, wir erwarten einen weiteren Zuwachs. Wir stehen nämlich kurz vorm Abschluss der Verhandlungen und der Unterzeichnung eines Vertrages mit der Minengesellschaft. Meine Freunde, das heißt, der Zuwachs im nächsten Quartal wird nochmal viel höher sein als im vergangenen Jahr. Ich bedanke mich also bei allen, die das ermöglicht haben, durch ihr Engagement in den vergangenen Monaten. Vielen Dank. Alles klar. Ist nicht witzig. Okay, dann bis nächste Woche. Leon. Was ist? Der Bus wartet schon. Ich weiß, ich muss dir was sagen. Und? Ich verlasse dich. Du verlässt mich? Ich bin es leid. Ich bin es leid, allein mit Brigitte hier zu sitzen, während du einen saufen gehst. Du hast keinerlei Verantwortungsgefühl. Ich bin also das Problem. Ich wusste, dass es mal so kommen würde. Was denkst du, wie ich die Nase voll habe? Das ganze Getue um diese VIP-Gesellschaft, das ist für mich das wahre Problem. Weil ich noch nie gut genug war für dich! Du bist nicht der Mann, den ich vor Jahren geheiratet habe, Leon. Nein, Elmery, ich bin genau derselbe! Aber du... Du hast dich verändert. Ich will mein Mädchen sehen, so oft ich es will. Elmery und Brigitte bedeuteten mir einfach alles. Aber anstatt um sie zu kämpfen, bin ich selbstgefällig aus der Tür raus. Und gab auch noch Elmery die Schuld, statt mir selber. Während der Woche, die wir mit den Kindern unterwegs waren, fühlte ich mich leer und leblos. Aber als ich heimkam, waren Elmery und Brigitte zu meiner großen Überraschung immer noch da. Dad! Hey, was machst du denn hier, mein Schatz? Mom will doch nicht weg. Aha, wie kommt das denn? Dad, ich gebe euch noch eine Chance. Wenn das so einfach wäre, Schätzchen. Bitte. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Schön, dich zu sehen. Hi. Ich habe über uns nachgedacht. Ja, das ging mir auch so. Wir sollten mehr miteinander reden. Ja. Vielleicht verstehst du dann, dass es schwierig ist. Bitte, Elmery, nicht schon wieder diese Leier. Das habe ich alles schon mal gehört. Mom, bitte. Brigitte, Mami und ich müssen reden, okay? Ich werde gleich zu dir kommen. Einverstanden? Wir sollten sie da raushalten. Ich weiß. Aber trotzdem habe ich dir ein Bett im Gästezimmer gemacht.
Guten Morgen, mein Engel. Morgen, Dad. Sieht lecker aus. Gut geschlafen? Mhm. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Kann ich bitte den Honig haben? Mhm. Danke. Dad, kommst du mit in die Kirche heute früh? In die Kirche? Mom und ich hatten ein Frühstücksmeeting gestern. Und man hat uns in die Kirche eingeladen. Tut mir leid, Schatz. Von der Kirche halte ich wirklich gar nichts. Bitte, Dad. Sorry, Brigitte, ich kann das nicht. Du hast Zeit genug, um mit anderen Kindern eine ganze Woche wegzufahren. Aber für mich hast du keine Stunde übrig. Wir könnten doch irgendwo hinfahren. Du kannst dir was aussuchen. Ich will nirgendwo hinfahren. Ich will, dass du mit uns in die Kirche gehst. Bitte. Morgen. Oh, tut mir leid. Schon okay. Freut mich sehr. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Leon, hallo. Hey. Und herzlich willkommen. Saul war so auf dem Weg nach Damaskus. Er hatte den Auftrag, seine Widersacher zu töten. Es ging um die Jünger Jesu. Aber plötzlich blieb er stehen. Ein Licht erschien vom Himmel. Und dann hörte Saul die Stimme von Jesus. Jesus sagte zu ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Saul warf sich auf den Boden. Er muss schockiert gewesen sein. Aber sofort zeigten sich Gewissensbisse. Und er tat Buße. Heute wissen wir, dass von diesem Tag an aus Saulus Paulus wurde. Dieser Apostel hat später 2/3 des Neuen Testaments für uns verfasst. Betrachten wir die Geschehnisse näher, weil sie uns betreffen. Ich glaube, dass Jesus Folgendes sagen wollte: Bedenkt euer Tun und Handeln. Ihr seid selbstsüchtig und ihr wisst immer alles besser. Euer Herz ist deshalb hart, hart wie ein Stein. Weil ihr es schwer hattet in der Vergangenheit, gefällt es euch, in Selbstmitleid zu versinken. Und das genügt euch als Rechtfertigung für euer schlechtes Benehmen. Was hast du ihm von mir erzählt? Wie bitte? Aber die Wahrheit ist, euer Benehmen verursacht Schmerzen bei denen, die euch nahestehen. Du hast also nichts gesagt. Leon, wieso sollte ich? Was ist mit Esther? Ich hätte Esther gar nicht mehr gesehen. Wie hat's dir denn gefallen? Wollen wir heute Abend nochmal hingehen? Als Jesus Christus am Kreuz hing, waren viele Frauen zugegen. Manche sah man weinen, manche sah man in ein Gebet vertieft. Ironischerweise waren die Männer weit verstreut. Aber die Frauen waren vor Ort, treu ergeben. Ich bedanke mich bei Gott für die Frauen in dieser Kirche und für die Frauen auf der ganzen Welt, die treu sind und voll Vertrauen. Gebetskämpfer. Segne sie. Euch einladen, am Dienstagabend zu uns zu kommen. Kommt in die Cafeteria zu einem Gespräch. Wir sind eine kleine Gruppe, vielleicht 30 oder mehr. Und wir nehmen uns viel Zeit, eure Fragen zu beantworten.
Wir würden uns freuen, wenn ihr am Dienstag kommt. Dad, hast du gesehen? Tracy war auch da. Gut, wer will Kaffee und wer will Milo? Milo, bitte. Ich nehme auch lieber Milo. In der Zwischenzeit gucke ich noch mal nach den Jungs. Oh, perfekt. Wir sehen uns dann gleich. Henry? Hey, ist alles in Ordnung? Sieht das etwa so aus? Ich fühle mich elend. Ich bring dich ins Bett. Hey, hey, was ist denn? Henry? Der Kopf geht ja, aber der Körper ist nutzlos. Wieso denn nutzlos, Henry? Das bin ich gewesen. Ich war Rugby-Kapitän in der ersten Mannschaft. Alle haben gesagt, aus dem wird mal was. Das ist doch nicht fair. Das ist nicht fair. Was ist passiert? Wir hatten ein Rugby-Spiel gewonnen. Ich war der Spieler der Woche. Meine Mom lud mich und meine Freundin zum Picknick ein. Sie sagte was Blödes, ich war beleidigt und ich sprang in den Fluss. Ich wusste nicht, wie flach es da war. Ich wurde im Krankenhaus wieder wach und meine Beine ohne Gefühl. Kein Gefühl in den Armen. Genickbruch, nichts zu machen. Tut mir sehr leid. Ich will doch nur mein eigener Herr sein. Ich will nicht, dass einer mir die Windeln wechselt. Ich will nicht, dass sie mich waschen müssen. Nase putzen kann ich auch nicht, Sir. Sind Sie gerne bei mir? Natürlich. Das sagen Sie doch nur so. Henry, ich liebe dich. Lieben Sie mich wirklich? Das ist kein Spruch, Henry. Beweisen Sie es. Keiner wird das erfahren, Sir. Wenn Sie gleich heimgehen, lassen Sie das Tor zum Swimmingpool offen. Nein, Henry, Sir, das darfst so du noch tot. Nicht ich mal möchte denken. Schluss machen. Nein, Henry, Sir, bitte. Sehen Sie mich an. Bitte. Ich bin doch nur ein Wrack. Ich würd's für Sie tun. Henry. Ich kann dir nicht sagen, warum manche Dinge geschehen. Ich persönlich habe mehr Fragen als Antworten. Als ich 6 Jahre alt war, haben meine Eltern mich verlassen. Aber ich habe Glück gehabt. Jemand hat sich um mich gekümmert, mich an die Hand genommen. Ich bin für dich da, Henry. Sich das Leben zu nehmen, ist keine Lösung. Was ist die Lösung, Sir? Wir beide. Okay?
Ich würde gerne an dich glauben. Wo hast du dich versteckt? Wo finde ich dich? Hallo, Liebling. Was liest du? Dad. Wie war das Reiten? Es war wunderbar. Es war ein richtiger Ausritt, Dad. Und wir sind über den Pass und als wir wieder runterkamen, mussten wir durch den Fluss. Wir sahen jede Menge Fische. Das bedeutet, wir gehen jetzt fischen. Und James war dabei? Ja. Was liest du denn da? Dad, es ist Dienstag. Gehst du mit Mom heute in die Kirche? Ja, deine Mom ist schon unterwegs. Dabei fällt mir was ein. Ich brauche eine Bibel, falls Sie mir Fragen stellen. Wir lesen das Evangelium von Johannes Kapitel 10. Jesus spricht zu den Jüngern, die ihm folgen. Er sagt zu ihnen: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist sehr intim und wunderschön. Gott kennt deinen Namen. Er weiß, was du brauchst. Sogar bevor du ihn darum bittest. Während wir hier zusammensitzen, habe ich das Gefühl, dass einige von euch den Ruf des Hirten noch beantworten müssen. Er nennt euch bei eurem Namen. Wirst du antworten? Es gibt einige unter uns, viel zu lange eine schwere, schwere Last tragen mussten. Heute Abend ist die Zeit gekommen, diese Last loszulassen. Ihr beide habt mir noch gefehlt.
alles frisch? Danke. Schön, dich zu sehen. Lange nicht gesehen, was, Jungs? Ja, wir haben dich vermisst, Mann. Der Typ macht mich total nervös. Ja, der redet nur Müll, Jack, weißt du? Jack Daniels und Randy. War es ein bisschen heftig? Ein kleines bisschen. Habt ihr einen Moment Zeit? Ja, ja. Klar. Was ist kommt rein. Nichts ist los. Na, kommt schon. Ist Elmery auch da? Natürlich ist sie da, Mann. Nein? Wieso? Naja, ich hab ja nur gefragt. Wie wär's mit einem Drink, Leute? Hey, es ist früh am Morgen. Du machst wohl Witze. Und? Es geht doch nichts über eine Tasse Kaffee, Leon. Sehr gemütlich. Was ist denn los, Mann? Was soll denn los sein? Seid ihr zufrieden? Oder soll ja, ich ja. Nein, alles fein. Gut. Cool, cool, cool. Hört mal, ich wollte euch nur sagen, ich war gestern in der Kirche und Was? Ja, da waren wir auch. Und ja, ich glaube jetzt an Gott. Gibt's nicht. Doch, Leute. Das ist ernst gemeint. Ich wollte Gott sagen, dass ich sein Sohn bin und dass er mich liebt. Und das hat viel ausgelöst in mir. Ich bring dir was Eis. Hey, setz dich hin. Alles okay. Du hast was? Hat sie dich gezwungen? Quatsch, Mann. Elmery. Nein, 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 nein. Regt euch ab, Mann. Wir können doch immer noch befreundet sein, oder? Wisst ihr was? Für euch habe ich was. Das wird euch gefallen. Das ganze Zeug brauche ich nicht mehr. Ich hätte den Alkohol das Klo runterspülen sollen, anstatt ihn meinen Freunden zu geben. Aber als mir das klar wurde, war es bereits zu spät. Meine Veränderung war radikal. Meine freie Zeit verbrachte ich meistens damit, in der Bibel zu lesen, zu beten und Gospelmusik zu hören. Wir waren wieder mit der Schule unterwegs und nach 4 Stunden Fahrt legten wir eine kurze Kaffeepause ein. Mr. Tablanche? Sir? Hey, Dionette. Sir, was hören Sie da gerade? Das ist ein Song, der heißt Jesus trifft mich bis ins Mark. Oh, kann ich den hören, bitte? Bitte? Ja, klar. Moment noch. Lass ihn von Anfang an abspielen. Wie ist die Lautstärke? Hörst du was? Ja. Dionette? Hey. Hey, was ist passiert? Komm mal her, mein Mädchen. Na, geht doch. Hey. Möchtest du darüber reden? Wissen Sie was, Sir? Jesus hat mich schon ins Mark getroffen. Es tut mir so leid. Gehen werde ich nicht mehr können.
Meine Eltern hassen mich und möchten nichts mit mir zu tun haben. Ich werde niemals auf einem Ball tanzen können und niemals wird sich ein Junge in mich verlieben. Alles wird gut. Ich weiß es. Alles wird gut. Vater, hör uns an. Ich bringe Dionette heute Abend vor deinen Thron. Ich flehe dich an. Nimm sie in deine Arme, mächtiger Vater. Wir wissen, dass du das kannst, O Herr. Halt sie fest und lass sie nie wieder los. Niemals, O Herr. Heute Nacht wird Dionette zu deiner kleinen Prinzessin, O Herr. Weil du sie ganz fest hältst. Sie wird Trost bei dir finden. Und Ruhe. Du machst sie wieder glücklich. Nichts ist unmöglich für dich, O Herr. Nichts ist unmöglich für dich, O Herr. Beine haben. Ja. Besonders schöne athletische Beine. Und du wirst laufen. Und du wirst tanzen. Und du wirst singen. Okay. Wow! Okay, wer will den Ball? Wer will ihn? Enko! Mal aufmischen? Hey, seid ihr bereit? Ich komme. Und... Oh! Weh, ich erwische euch beim Pennen, hört ihr? Hallo, Ladies. Ihr seht ja aus wie Supermodels mit euren Sonnenbrillen. Seid ihr alle bereit, mit mir die Sandburg zu zerstören? Ich bin in 2 Minuten wieder da. Macht euch fertig. Alles klar, Champ? Ja. Ist ihr warm genug? Ich rate wie ein Ei. Die scheinen sich alle wohl zu fühlen, ja. Aber passen Sie auf Colin auf. Wo sagte er, würde im Rollstuhl auf einer Welle surfen. Hat er das gesagt? Er hat das ernst gemeint. Was würdest du denn tun? Aufhören. Aufhören. Ich beiße zu. Sag mal, du hast mich doch nach einer Lösung gefragt. Und hast du eine gefunden? Ich bin gut in Mathe, aber bin sicher, das ist nicht die Lösung. Ich denke, die Lösung liegt nicht darin, was du tust, sondern mit wem. Was meinen Sie? Wenn du nach Antworten suchst, dann frag nicht irgendwen, sondern den Richtigen. Wen? Frag Jesus. Und bloß nicht ungeduldig werden. Das dauert manchmal eine ganze Weile. Am besten fange ich dann gleich an. Colin, komm zurück! Auf, Junge! Mach die Tür auf, Nick! Mach auf, jetzt bist du geplant! Nick, was machst du? Nick, was machst du da? Bist du verletzt? Okay, Leute, alles gut. Alles gut. Hör zu, die Show ist gelaufen. Geht in eure Schlafzimmer. Mein Platz. Komm. Hey, alles in Ordnung, mein Freund? Hey. Alles in Ordnung bei dir? Margaret, hören Sie. Können wir ein Bett für ihn in Collins Zimmer stellen? Sicher, das geht ohne weiteres. Kommt schon, bitte, ja, Jungs. Geht alle ins Bett. Hier ist Feierabend. Komm. Sag mir, was mit dir los war. Warum hat Jesus mich gemacht? Um mich verrecken zu lassen? Meine Freunde haben mir gesagt, was passiert, wenn man dystrophiert. Man wird zu schwach zum Atmen und dann kommt der Tod. Ich will so nicht sterben.
Ich habe Angst davor. Ach, Nick, mein Junge. Komm schon. Meine Großmutter sorgt für mich in den Ferien, aber sie ist alt und schwach und was passiert, wenn sie tot ist? Wer kümmert sich dann um mich? Wie lang ist die Ewigkeit, Mick? Für immer? Ganz richtig. Für immer. Und wenn wir eines Tages tot sind, dann leben wir mit Gott für immer. Wieso sollten wir also Angst haben vor dem Tod? Alles wird neu sein, auch unsere Körper. Es gibt keine Krankheit, keine Verletzung, kein Schmerz. Aber solange wir auf der Erde sind, sollten wir die Tage nutzen, um anderen zu helfen. Die Kinder lieben dich, Mick. Wie du dich um sie kümmerst und wie du teilhast an ihrem Leben. Ich meine, was würde Colin denn ohne dich tun? Du bist ein Champion. Das bleibst du auch. Wir haben viel Spaß mit dir. Weil du uns zum Lachen bringst. Wollen wir dich mal sauber machen? Okay, mein Held. Gehen wir. Einige Monate später ging Mick zu Jesus. Er starb friedlich im Schlaf, ohne Schmerzen und ohne Angst. In den letzten Tagen vor seinem Tod war er langsam immer schwächer geworden. Aber er hatte jeden Tag genutzt, um anderen zu helfen oder sie einfach zum Lachen zu bringen. Mick hatte wahren Frieden gefunden und der Tod war für ihn lediglich der Weg, um zu Jesus zu kommen. Für immer. Hallo? Hallo, Sir. Kennen Sie eine Mrs. DeBlanche? Ja, hier ist er. Ich bin Ihr Ehemann. Hier spricht Sergeant Smith. Ihre Frau hatte einen Unfall. Was? Warten Sie, wo? Himmels Willen. Bitte Gott. Ich bitte dich, Gott. Steh hier bei. Emery? Emery, beruhigen Sie sich. Wie geht es hier? Sind Sie Ihr Mann? Ja. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie ist schon wieder. Sie will sehr wahrscheinlich zu ihrer Tochter. Wo ist sie? Sehen Sie mich an. Sie ist dahin. Sehen Sie mich an. Lassen Sie mich durch. Ich bin Ihr Vater. Vorsicht, bitte. Wie sieht es aus? Sie lebt. Sie hat eine Kopfverletzung, ist bewusstlos, aber sie atmet. Heben wir sie hoch. Okay, schön weiter atmen, mein Baby. Daddy ist bei dir. Sie atmet, Sir. Das Krankenhaus ist informiert. Wir sind vorbereitet. Wir sind in 5 Minuten da. Ist bei dir, mein Schatz. Okay, ist sie stabil? Wir haben sie sehr. Wir haben sie stabilisiert. Schwester, bereiten Sie schon mal alles vor. Vielen Dank. Ich bitte Sie. Sir, nein, sie brauchen Sir, mich. Sie müssen sie brauchen sein. Mich. Sir, lassen Sie uns unseren Job machen. Ich bitte Sie. Kannst du mir nicht antun? Bitte Gott, tu es nicht. Mr. Tablanche, können wir uns einen Moment unterhalten? Ihr Zustand ist kritisch, aber stabil. Die
heftige Kopfverletzung hat eine Schwellung im Gehirn verursacht. Um ehrlich zu sein, wir versuchen alles Menschenmögliche, aber die Schwellung muss erst abklingen, dann sehen wir, wie schwer die Hirnverletzung ist. Werden Sie sie operieren, oder was wird jetzt? Nein, in Ihrem Zustand wäre das zu gefährlich. Im Moment können wir nur abwarten, wie schnell sich die Schwellung zurückbildet. Aber, Mr. Treblanche, Sie sollten wissen, dass, falls, wenn sie wieder aufwacht, wäre es möglich, dass ein dauerhafter Hirnschaden zurückbleibt. Tut mir leid, aber ich will Ihnen nichts vormachen. Kann ich zu ihr? Ja, bitte. Oh, mein Baby. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Daddy ist bei dir, mein Mädchen. Lass dich nicht allein. Ich bin da. Du wirst es schaffen, mein Liebling. Ich will Brigitte sehen. Willst du zu Brigitte? Ja. Der Doktor sagt, das geht noch nicht. Es dürfen keine Patienten in die Intensivstation. Ruh dich erst mal aus. Was soll das, Gott? Nein! Ich werde nicht beten! Ich hab keinen Bock auf Spielchen, nicht mit mir! Ich bin fertig mit dir! Hast du gehört? Ich bin fertig mit dir! Was bist du für ein Gott? Was für ein Gott willst du sein? Mann, ey! Ich versteh's nicht! Du sagst, dass du mich liebst, dass du mein Vater bist! Und dann sowas! Wenn du jemanden bestrafen willst, dann nimm mich! Nimm mich! Dann nimm mich! Antworte mir! Los, antworte mir! Finger weg von meiner Familie! Finger weg von meiner Familie, hast du mich verstanden? Was willst du von meiner Familie? Ich hab dich so satt, Gott! Ich hab dich satt! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich bin fertig mit dir! Es ist vorbei! Again, I say amen, and it's still raining. As the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you, and as your mercy falls, I'll raise my hands and praise the God who gives and takes away. My hands, for you are who you are.
In Ordnung, Sir. Ich kämpfe, Henry. Und wie ich kämpfe. Wir beten für Sie, Sir. Für Elmery und Brigitte. Danke. Wer macht denn mit? Na, alle Kinder. Wir wechseln uns ab. Eine Schicht tags und eine Schicht nachts. Also ununterbrochen. Ich habe den Glauben verloren, Henry. Das kann nicht sein, Sir. Sie haben mir gesagt, dass Jesus die Antwort kennt. Letzte Nacht um 2 war ich an der Reihe zu beten und plötzlich kam mir ein Vers in den Sinn aus Jesaja Kapitel 40. Das ist die Passage, wo Jakob sich beschwert und Israel sagt, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr. Er wird nicht müde. Er ist der Schöpfer all unseren Lebens. Er hat unendliche Kraft. Er braucht nie eine Ruhepause. Er weiß alles. Er kennt unser Innerstes und unser Äußeres. Er schenkt uns Kraft, wenn es nötig ist. Er gibt uns die Stärke, die wir brauchen. Auch junge Menschen werden schwach und müde. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dann kann man laufen, ohne müde zu werden, gehen und nicht matt werden. Keiner von uns weiß, ob Brigitte jemals wieder aufwacht. Ob sie eine bleibende Behinderung behält. Aber glauben Sie mir, Sir. Gott ist bei ihr. Und er ist auch bei Ihnen. Und selbst wenn sie im Rollstuhl sitzen wird, das heißt doch nicht, dass ihr Leben zu Ende ist. Ich liebe sie, Sir. I lift my eyes into the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Welche Neuigkeit? Das gut durch? Mr. Tablange, danke, Schwester. Nein, tut mir sehr leid. Nichts Neues im Moment. Keinerlei Fortschritte. Sie ist stabil, aber weiterhin ohne Bewusstsein. Wir lassen nichts unversucht, Mr. Tablange. Aber ich will ehrlich zu Ihnen sein, jeder weitere Tag im Koma erhöht das Risiko auf eine bleibende Behinderung. Tut mir leid. Schon gut.
Entschuldigen Sie. Könnte ich ein paar Minuten mit ihr allein sein? Okay, dann warten wir draußen. Vielen Dank. Ich möchte dir für meine Tochter danken. Es waren wunderbare 14 Jahre. Aber heute übergebe ich sie dir, mein Herr. Heute lege ich sie dir zu Füßen und bete, dass dein Reich komme. Wenn ihre Zeit gekommen ist. Einverstanden. Aber wenn du dich entscheidest, sie bei uns zu lassen, bitte ich dich, lass sie gesund werden, in Jesu Namen. Du kannst ihren Körper als einziger wiederherstellen. Mein Glaube ist schwach, o Herr. Aber du kennst mein Herz. Lass sie gesund werden. Heile sie in Jesu Namen. Amen. Brigitte. Mein Schätzchen. Brigitte, Daddy ist hier. Wach auf. Wach auf. Wach endlich auf. Mein Schätzchen. Mach auf, bitte. Ich liebe dich, mein Engel. Daddy liebt dich über alles. Ich bin dann soweit. Du siehst super aus. Kann ich sie sehen? Ich hab dir was verschwiegen. Ist sie tot, Leon? Nein, sie ist nicht tot. Sie liegt im Koma. Sie wissen nicht, ob sie wieder wach wird. Das ist meine Schuld. Du kannst nichts dafür. Hey, es war ein Unfall. Sie hatte wieder keinen Gurt an. Und die Straße war nass. Und denke nicht mal in der Richtung. Ich hätte ihr sagen müssen, dass sie sich anschneidet. Ich weiß, es war ein Unfall. Es ist meine Schuld. Das ist es nicht. Beruhige dich. Thank you.
Leon, mein Sohn. Ich bin immer noch hier. Ich habe dich nie verlassen. Und ich werde dich niemals verlassen. Vergiss niemals, dass du nicht gegen Fleisch und Blut kämpfst, sondern gegen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Du kannst sie überwinden. In meinem Namen. Setz all dein Vertrauen in mich. All dein Vertrauen dir. Lern zu brüllen, Lion. Lern zu brüllen. Schwester, oh mein Liebling, kannst du mich hören? Ich bin Steady. Hast du Hunger? Was ist denn hier los? Habe ich was verpasst? Sie ist wach, Doktor. Einfach aufgewacht. Eigentlich habe ich nur ihre Füße massiert. Und dann ist sie aufgewacht. Guckt euch das an, was ist ein Wunder? Ich habe mir die Füße massiert. Das ist doch nicht zu glauben. Sie wurde wach und sagte, sie kitzelt. Sie sagen es, Doktor. Das ist ein Wunder. Ich bin ja so wichtig, das könntest du dir nicht vorstellen. Einer kleinen Gemeinde in Sedgefield. Wisst ihr, jeder von uns, ohne Ausnahme, ist schon mal verletzt worden. Das kann dazu führen, dass wir uns in uns zurückziehen, dass wir uns in so eine Art Schutzhülle verkriechen, damit keiner mehr an uns drankommt und uns verletzen kann. Dieser sogenannte Selbstschutzmechanismus zeigt sich auf unterschiedliche Art, manchmal durch Arroganz. Manche flüchten in den Alkohol, in die Promiskuität, was immer es sein mag. Aber Tatsache ist, keiner von uns ist befähigt, sich da selbst wieder rauszuholen oder anderen dabei zu helfen. Es gibt nur eine wahre Lösung. Wir müssen unser Leben in Gottes Hände legen und ihm erlauben, uns zu helfen, damit er diese Schutzhülle wieder aufbricht und wir die Chance haben, frei zu sein. Soll ich euch die Wahrheit sagen? Nur ein freier Mensch kann das Leben wirklich leben. Gott hat mir mal was gezeigt. Und zwar an dem Morgen, als sie mich trennten von Mama und Oki. Wir fuhren gerade raus aus dem Viertel. Ich saß hinten und guckte sehnsüchtig aus dem Fenster. Da sah ich drei weiß gekleidete Frauen im Feld stehen, die mich anschauten.
Es war, als würde Gott mir sagen, dass er Engel schickt, die mich beschützen sollen. Gott zeigte mir, dass er mich begleiten wird. Mein ganzes Leben. Er hat mich nie verlassen. Auch nicht in der Zeit, als ich mich zurückgewiesen fühlte. Als ich mich verletzt fühlte. Als ich mich verlassen fühlte. Gott war da. Er lässt uns nie allein. Gott war bei Henry, als er sich das Leben nehmen wollte. Er war bei der kleinen Dionette, als sie sich einsam und verlassen fühlte. Er war bei Mick, als der vollkommen verzweifelt war. Gott hat uns alle erschaffen, auch die, die mit Behinderungen leben müssen, um Gewinner zu sein. Gott hat uns nicht erschaffen, um zu versagen oder zu verlieren. Nein, 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 nein. Gott hat uns als Gewinner erschaffen. Das Einzige, was wir herausfinden sollten, ist, was unsere Bestimmung ist. 6 Jahre später. Hier ist Dionette, Sir. Dionette, hey! Ja, ich sitze im Bus von Kapstadt nach Port Elizabeth. Wir machen in Sedgefield eine halbe Stunde Pause. Ich habe gehört, Sie leben jetzt da. Haben Sie vielleicht Zeit, um kurz Hallo zu sagen? Aber ja, natürlich. Am besten sagst du dem Busfahrer, er soll unbedingt auf mich warten, sonst gibt's Ärger. Ich komme sofort, ich bin schon unterwegs. Sorry. Dionette? Mr. Tablanche? Hi. Dionette? Aber du bist ja eine Frau geworden. Ja, was soll ich denn sonst sein? Oder deine Beine? Das sind meine Schuhe. Das glaube ich jetzt nicht. Ein Wunder der Technik sozusagen. Das funktioniert großartig. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann hochspringen, ich kann tanzen. Ich kann mit Jungs ausgehen, Mr. Tablanche. Oh, Dionette, siehst toll aus. Wie hübsch du bist. Unglaublich. Das kann ich gar nicht glauben. Schaut mich um. Du siehst umwerfend aus. Umwerfend. Da fehlen mir die Worte, Dionette. Du siehst toll aus. Wirklich toll. Und eines Tages werde ich richtige Beine haben und werde bei Jesus wohnen. Oh Mann, wie freue ich mich. Ich möchte tanzen. Selbstverständlich. Kannst du das? Fantastisch. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Dionette heiratete und bekam einen wunderbaren Sohn. Sie spielte sogar für Südafrika im Rollstuhlbasketball. Vor einigen Jahren verlor sie bei einem Autounfall tragischerweise ihr Leben. Henry schaffte mit Hilfe seiner Mutter seinen Abschluss an der Universität. Er besetzt eine Top-Position bei der Zentralbank Südafrikas. Er erhielt eine Auszeichnung für die Einsparung eines erheblichen Geldbetrages für das Land. Brigitte ist mit Juan verheiratet und sie haben 2 wunderbare Kinder. Sie erfreut sich bester Gesundheit. Elmarie ist ebenfalls Vollzeit in der Kirche tätig. Sie hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Frauen deutlich zu machen, dass obwohl das äußere Erscheinungsbild wichtig ist, die wahre Schönheit aus dem Inneren kommt. Ich bin immer noch Pastor in Sedgefield und ich bemühe mich in aller Bescheidenheit, der Gemeinde zu dienen. Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, den Gemeindemitgliedern nahezubringen, dass Gott alle Menschen liebt und dass sie alle als Gewinner geboren wurden.